Eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, ob es besser ist, sich selbstständig zu machen alleine oder mit einem Team. Und diese Frage lässt sich nicht pauschal verallgemeinert beantworten, sondern da gibt es einige Pro, einige Kontras, da gibt es einige Voraussetzungen, die man kennen sollte und deine Aufgabe ist, das zu prüfen, um dann zu entscheiden. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern bevor ich die GmbH X-Group damals gegründet habe, habe ich natürlich auch Einzelunternehmen gehabt. Ich habe also ganz alleine angefangen, aber relativ schnell ein Team aufgebaut. Und heute darf ich dir ein paar Kriterien an die Hand geben, weshalb es so wichtig ist, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Team an deiner Hand zu haben. Und wenn du das richtige Team gefunden hast, dass du auch sicherstellst, dass die motiviert sind, auch möglichst lebenslang oder dauerhaft mit dir zusammenarbeiten. Der wichtigste Aspekt ist in deiner Unternehmensgründung, dass es viele Aufgaben gibt, die auf dich zukommen. Du wirst also nicht mehr wie als Angestellter nur am Telefon sitzen, im Callcenter und telefonieren, inbound oder outbound. Du wirst auch nicht nur als Sekretär oder als Assistent arbeiten und Schriftverkehr und Aufgaben an Projekten erledigen. Du wirst auch nicht nur Buchhaltung alleine machen oder nicht nur Aufgabenerledigungen an Produkten oder an Kunden. Und du wirst auch Treffen nicht nur haben, dich mit Menschen im Außendienst zu treffen, sondern du wirst alles zusammen haben. Das heißt also, du hast auf einmal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teller, die es zu drehen gilt als Selbstständiger. Und das Problematische ist, dass du an einer ganzen Reihe von Dingen Interesse hast und auch Stärken hast, aber es gibt auch eine Reihe von Dingen, wo du keine Interessen hast und vermutlich auch keine Stärken. Das wird ersichtlich, wenn du dir diese Grafik anschaust, die auf der Grundlage des weltweit besten Persönlichkeitstests www.birkmann.info basiert. Denn Birkmann hat herausgefunden, dass Menschen ganz unterschiedliche Interessen haben. Beispielsweise liegen meine Interessen ganz weit hier oben rechts im grünen Bereich in der Ecke. Das bedeutet, dass mein Hauptinteresse liegt daran, direkt menschenorientiert Tätigkeiten durchzuführen. Ich liebe es also zu überzeugen, zu motivieren, zu führen, zu beraten, zu belehren. Das macht mir Spaß. Wenn ich also morgens zur Arbeit komme, dann könnte ich das bis abends den ganzen Tag machen und ich hätte nie das Gefühl, ich hätte zur Arbeit gehen müssen. Das Problem ist nur, dass die anderen drei Felder keine intrinsische Energie von mir bekommen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die anderen Felder, besonders das Feld, was direkt gegenüber liegt, so gut wie keine Energie von mir bekommt und ich diese Aufgabe erst erledige, wenn ich es muss. Und direkt hier gegenüber, nun, da sind die Dinge wie Verwaltung, wie Buchhaltung, wie Administration. Das heißt, alles, was zur Ablage von Archiven, Belegablage, Kontierung, Buchhaltung, Erklärung, pünktliche Rechenschaften an irgendwelche Ämter, dafür habe ich überhaupt gar kein Interesse. Nun, wenn ich nicht irgendwann jemand im Team habe, dann muss ich zumindest in der Anfangszeit, wenn ich solo starte, meinen Tag so organisieren, dass ich meinen Tag damit beginne. Genauso wichtig ist es aber auch, dass du Menschen in deinem Team hast, die kreativ sind. Und wenn du da gar kein Interesse hast, dann brauchst du jemanden, der in der Lage ist, ein vernünftiges Logo, ein Design, eine Webseite zu machen, ansprechende Geschäftsunterlagen, Firmenbrief und entsprechende Angebote auch fertig, die man auf den Kunden auch loslassen kannst. Und wenn du keine persönlichen Interessen hast im Bereich der Umsetzung, nun, da brauchst du auch jemand, der sich nicht nur Aufgaben aufschreibt, sondern auch dafür sorgt, dass sie erledigt werden. Bei mir ist es so, wenn ich morgens meine Aufgabenliste mache oder am Tag davor und ich arbeite den ganzen Tag, dann passiert bei mir so viel Neues, dass ich dann am Ende des Abends noch mehr Aufgaben auf der Liste habe, als ich morgens hatte. Das heißt, bei mir wächst alles, weil ich noch mehr Ideen habe, noch mehr Menschen überzeuge, noch mehr Projekte und Kunden ans Land ziehe, dass noch mehr Aufgaben entstanden sind. Also ich brauche eine Menge Umsetzer. Das einfach mal sichtbar gemacht, so eine Persönlichkeit, das macht der Birkmann-Test. Und bei mir hat er ans Tageslicht gebracht, dass meine Persönlichkeitsstruktur so aussieht. Das heißt, grün und blau ist fast gleich stark, habe ich große Interesse und viele Fähigkeiten. Aber das Schwarze und das Rote, das ist nur niedrig ausgeprägt. Das heißt, genau dort in diesen Feldern brauche ich Ergänzung. Das bedeutet, wenn du dich selbstständig machst, ist deine Aufgabe nicht, dass du 100 Leute in dein Team bringst oder du ganz alleine alles machst, sondern entscheidend ist, dass du vielleicht mit diesem Birkmann-Test herausfindest, was momentan deine Interessen und Stärkenschwerpunkte sind, wo du Bedarf hast, nämlich hier in diesem Bereich, wo das X ist, und dass dein Team dann so zusammengestellt wird, dass alle vier Farben in gleicher Intensität vorhanden sind. Das heißt, du hast jemand, der wirklich gut Kommunikation, Marketing, Vertrieb, Verkauf kann. Du hast jemand, der Stratege ist, der die Zukunft bedenkt und jeden Schritt und jede Ressource heute kennt und weiß, welche Auswirkungen die in der zukünftigen Anwendung und Planungsrechnung überhaupt möglich machen kann. Und du hast einen Buchhalter. Du hast einen Fehlerfetischist, der genau weiß, was wir damals gemacht haben und dass das falsch oder richtig ist, der genau weiß, wo was liegt und der die Ordnung und die Prozesse aufrechterhält.
Und du hast jemand, der rot ist, das heißt, der setzt die Sachen um. Dem gibst du eine Liste und der arbeitet es ab. Und zwar vollständig und fertig und zu Ende und macht vorher nichts anderes. Und das ist die Aufgabe, das zusammenzustellen. Dann ist dein Team vom Interesse und von den Stärken her vollständig zusammengesetzt, sodass dein Unternehmen erfolgreich werden kann. Ansonsten liegt in irgendeiner Ecke nach 3 Jahren die Buchhaltung rum. Das Finanzamt hat sich inzwischen auf dem Konto selbst bedient, mehr Schätzung und Pfändung und dein Konto ist gesperrt. Genauso kann es aber auch sein, dass dann dein Unternehmen nicht weiterkommt, wenn der blaue Anteil fehlt, du zu wenig Kunden hast, wenn das grüne fehlt oder letztendlich wird vieles angefangen und nicht zu Ende gebracht, wenn dir die roten Typen in deinem Team fehlen. Das zweite Wichtige für die Frage, ob du alleine oder im Team starten solltest, ist die Frage, ob du eventuell Fremdkapital brauchst von Banken, Fördermittelgebern oder Investoren. Denn die achten immer darauf, dass alle wichtigen Branchenkompetenzen, Erfahrungswerte und Feldkompetenzen und Qualifikationen vorhanden sind. Das kannst du dir einfach überlegen, wie beispielsweise auch ein Yachtverleiher seine Yacht verleiht. Wenn du da hinkommst mit deinem Segelschein und du warst mal auf dem regionalen Binnensee mal eine Woche segeln, dann wird dir keiner im Mittelmeer eine 20-Meter-Yacht geben. Da wirst du sein Segelbuch dann vorlegen und dann musst du erstmal nachweisen, dass du schon ein paar Jahre vielleicht mit einem Skipper zusammen unterwegs warst und dass du die entsprechenden Zulassungen, Qualifikationen und SKS-Segelscheine abgeleistet und bestanden hast. Und genauso will auch die Bank, wenn du eine Gastronomie gründest, auch wissen, ob du eine Restaurantfachausbildung hast oder eine Kochausbildung. Und wenn du das nicht hast, dann muss das in deinem Team abgebildet werden. Also jeder Bank-Businessplan muss alle erforderlichen Kompetenzen und Qualifikationen abbilden können, damit die Bank dir überhaupt das Geld anvertraut. So wie der Yachtverleiher dann auch erst einem Skipper das Boot gibt, wenn er weiß, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99,9%, dass das Boot zurückkommt und zwar heil. Und so will die Bank das Geld auch zurückhaben und zwar vollständig plus Zinsen. Beim dritten Punkt geht es darum, wenn du zum Schluss kommst, dass du Teampartner mit reinnimmst. Ob du das machst, indem sie angestellt werden, geringfügig beschäftigt sind oder freiberufliche Auftragnehmer am Anfang sind oder ob du direkt mit ihnen eine Gesellschaft gründest. Das Wichtige ist, wenn du mit diesen Menschen eine Gesellschaft gründest, das ist so fast ähnlich wie ein Ehevertrag. Also so schnell kommt man da nicht heraus. Das bedeutet also, prüfe ganz genau, wen du dann in deine Gesellschaft reinnimmst. Der vierte und wichtigste Punkt ist, damit du überhaupt als Unternehmer, als Selbstständiger dein Team ergänzen kannst, dass du überhaupt Ressourcen, Kontakte hast zu Menschen, die geeignet sind und die du vorher vielleicht schon geprüft hast. Beim Sport machen, beim Geschäftsessen, auf privaten und Freizeitveranstaltungen. Das heißt, das, was alle Unternehmer machen, sie bauen sich einen Pool auf von potenziellen Teammitgliedern oder Geschäftspartnern. Und nicht selten ist es so, dass je größer das Geschäft, je wertvoller das Geschäft und je riskanter es auch ist, desto länger die Vorprüfung ist. Also, wenn du heute dich in ein Lokal setzt und da sitzt eine junge Dame und du setzt dich daneben und fragst dich, ob sie dich heiratet, wird sie wahrscheinlich Nein sagen. Sie hat dich einfach zu wenig bisher kennengelernt, Vertrauen aufgebaut, sondern das dauert ein paar Wochen, Monate und Jahre. Und so ähnlich ist es auch bei großen Teams, dass wenn du richtig gute Leute in dein Team bekommen willst, dass sie dich über Wochen, Monate und Jahre prüfen und checken. Und das solltest du umgekehrt auch machen. Nicht, dass du dir ein Kuckucksei in dein Nest holst. Und deshalb lade ich dich ein, also ein Netzwerk Spezialist zu werden, dass du dich in vielen verschiedenen Vereinen auch anmeldest oder Wirtschaftsverbänden Mitglied wirst oder politischen Parteien, wo auch immer dich investierst, sei es auch ehrenamtlich, um deinen Pool an potenziellen Kooperationspartnern, Mitarbeitern, Geschäftspartnern aufzubauen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass du bei einer Stellenanzeige, bei eBay Kleinanzeigen oder bei einer Anfrage ans Arbeitsamt die Leute genau findest, die zu dir passen, sondern die richtig guten Menschen, die haben immer was zu tun. Die besten 20% der Mitarbeiter, die haben immer Arbeit und die willst du auch haben. Und die lernst du natürlich besser kennen in der Sauna, beim Sport machen oder Freizeitveranstaltungen oder wenn du irgendwo in einem Verein oder Verband im Vorstand selbst ehrenamtlich mit tätig bist und den anderen dort kennenlernst, der auch ehrenamtlich tätig ist. Zusammengefasst gibt es also keine Pauschalaussage, mach's alleine oder mach's im Team. Aber je größer dein Unternehmen werden soll, je schneller es wachsen soll, desto mehr Mitarbeiter brauchst du auch und dann ist es entscheidend, wie du die findest und wie du die richtigen findest und wie du die einbindest. Und da mach dir einfach heute Gedanken, dass dein Zeitplan in den nächsten Wochen und Monaten und deine Einbindung in Netzwerken so angepasst und aufgebaut wird, dass du die Leute kennenlernst und vielleicht dann auch ermutigst,
mit einem Birkmann-Test auch einen Test zu machen, um zu gucken, hey, passt das überhaupt? Und das ist nicht schädlich, das ist nicht Schlimmes, wenn du zuerst rausfindest, wo deine Schwächen sind und Stärken sind und dass du dem anderen das auch vorschlägst, dass er keine Zeit und Geld bei dir verliert, wenn er dann nach einem Jahr erst feststellt, dass er gar nicht zu euch passt. Das heißt, der Birkmann-Test ermöglicht dir, schon bevor die Arbeit überhaupt beginnt, bevor die Arbeitsverträge geschrieben sind, festzustellen, ob der neue Teampartner dein Team ergänzt oder vorhandene Stärken einfach nur verdoppelt und damit die Anzahl der Aufgaben, die eigentlich erledigt werden sollen im Team, sich auch verdoppeln, aber liegen bleiben. Solltest du dabei Unterstützung brauchen oder deinen eigenen Test machen, bist du eingeladen, gerne einen Test einfach zu buchen bei uns oder ein kostenfreies Erstgespräch vorab zu beantragen. Gerne auch kannst du unseren Kanal abonnieren, das Video jetzt mit Daumen hoch liken und uns weiterempfehlen und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Zusammenstellung deines Teams. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.